Hallo, liebe Zuschauer. Ich möchte euch heute gerne etwas ganz Wichtiges sagen. Vor allem an die Zuschauer, die noch nicht mit Gott in einer lebendigen Beziehung leben. Nun, Gott, der Herr, der Himmel und Erde geschaffen hat, ist ein in allem gerechter und heiliger Gott. Ich meine, wer glaubt schon an einen ungerechten und bösen Gott? Niemand. Aber hast du gewusst, dass genau dies unser größtes Problem ist? Du wirst dich jetzt vielleicht fragen, warum sollte denn dies ein Problem sein, dass Gott gerecht ist? Nun, das Problem daran ist, dass wir nicht gerecht sind. Wir Menschen sind nicht gerecht. Und dies bezeugt uns unser Gewissen Tag für Tag, denn es gibt keinen Menschen da draußen, der noch nie gelogen hat, der noch nie gestohlen hat, der noch nie etwas Böses gedacht hat oder andere Menschen verletzt hat, seelisch oder körperlich und so weiter. Und dies ist unser größtes Problem, denn wir sind Sünder. Und wenn Gott in allem gerecht und heilig ist, dann bedeutet dies, dass er jede Ungerechtigkeit und Sünde richten muss und mit der Ungerechtigkeit keine Gemeinschaft haben kann. Sonst wäre er nicht gerecht. Und dies bedeutet, dass uns Gott nicht in den Himmel lassen kann. Denn würde er uns einfach so in den Himmel lassen, würde er sich versündigen an seiner eigenen Gerechtigkeit. Und dies ist unser größtes Problem. Darum haben wir Menschen alle die Hölle verdient. Und das sagt uns auch sein Wort, die Bibel, dass kein Mensch die Herrlichkeit Gottes verdient hat. Auch nicht einer ist gerecht. Und das ist die schlechte Nachricht. Doch es gibt noch eine gute Nachricht. Und die gute Nachricht ist diese: Gott, der Herr, der Gerechte und Heilige in allem, ist neben seiner Gerechtigkeit Liebe. Und weil Gott Liebe ist und eine Gnade hat, die man nicht in Worte fassen kann, hatte Gott seit Ewigkeiten her einen Plan. Nämlich, er wurde selbst Mensch in Jesus Christus und kam ins Fleisch. Dem Fleische nach 100% Mensch, dem Geiste nach 100% Gott. Und er lebte ein heiliges und gerechtes Leben und hat nicht ein einziges Mal gesündigt. Er führte ein Leben, das wir nicht leben können. Und er gab dann sein Leben zum Schuld- und Sühnopfer am Kreuz von Golgatha. Das bedeutet, er ließ sich von Gott, dem Vater, richten. Er nahm dieses Gericht auf sich, das uns treffen sollte, und gab sein Leben zum Schuld- und Sühnopfer. Und jeder Mensch, der seine Gnade und Liebe annimmt, und Gott im Gebet reumütig und ernstlich seine Sünden bekennt und ihn um Vergebung bittet und Jesus Christus als seinen Herrn und Erlöser annimmt und glaubt und bezeugt und ausspricht, dass er für uns stellvertretend am Kreuz starb und am dritten Tag auferstanden ist, wird nach dem Wort Gottes errettet. Denn Gott wird ihm alle Schuld und Sünde vergeben. Und mit dem heiligen und reinen und kostbaren Blut Jesu Christi reinwaschen. Und dann mit dem Heiligen Geist taufen. Und somit wird jeder Mensch, der Gott um Vergebung bittet seiner Sünden, und ihn annimmt als Erlöser und Erretter Jesus Christus,
ein neuer Mensch werden, eine neue Schöpfung und ist ab dann ein Kind Gottes und ist errettet. Und somit hat ewige und gerechte in allem Gott einen Weg geschaffen, wie er uns, die Ungerechten, in den Himmel lassen kann, ohne dass er sich selbst dabei versündigt. Nämlich durch das Schuld- und Sühnopfer Jesu Christi. Und dies ist die Botschaft des Evangeliums und der völlige konträre Unterschied zu den Religionen. Denn die Religionen besagen uns, dass der Mensch sich zu Gott hinaufarbeiten muss, durch gute Werke, und hat dann vielleicht, aber nur vielleicht, eine Chance, wenn Gott gnädig ist, dass er in den Himmel kommt. Aber wenn du an einen gerechten und heiligen Gott glaubst, dann musst du zugeben, dass Gott dich nicht einfach so in den Himmel lassen kann als Sünder, weil er sich sonst an seiner eigenen Gerechtigkeit versündigt, wie ich es zuvor gesagt habe. Und dies ist das Problem einer jeden Religion. Doch das Evangelium, die Bibel, hat eine Antwort darauf, wie der in allem gerechte und heilige Gott den sündigen Menschen in den Himmel lassen kann, ohne dass er sich selbst an seiner eigenen Gerechtigkeit versündigt. Und wenn du heute diese Botschaft hörst und bereit bist, Jesus Christus als deinen Herrn und Erlöser anzunehmen und dich zu bekehren zu dem lebendigen Gott und mit ihm eine lebendige Beziehung einzugehen und ihn auf eine noch nie dagewesene Art zu erleben, dann spreche dieses Gebet.